Hältst du immer noch an all den negativen Dingen fest, die in deiner Vergangenheit passiert sind? Wenn ja, dann musst du, um wirklich glücklich zu sein, Frieden mit deiner Vergangenheit schließen. In dem Moment, in dem du all den Schmerz loslässt und Frieden mit ihnen schließt, wird sich dein Leben zum Besseren wenden. Tatsache ist, dass wir alle eine Vergangenheit haben und niemand perfekt war. Manche Dinge waren schmerzhaft und deshalb ist es sinnvoll, dass wir uns an sie erinnern, um zu lernen und zu überleben. So funktioniert der Großteil des Tierreichs. Wir lernen instinktiv aus Erfahrungen. Wenn wir etwas Heißes anfassen und uns verletzen, protokollieren wir das mental und arbeiten daran, es nicht wieder zu tun. Auf diese Weise kann die Erinnerung an unsere Vergangenheit unsere Zukunft sehr positiv beeinflussen. Die Realität ist jedoch, dass unsere Vergangenheit unsere Zukunft nicht perfekt vorhersagen kann. Und es gibt Möglichkeiten, wie das Festhalten an unsere vergangenen Erfahrungen eine einschränkende Wirkung auf uns haben kann. Hier sind 5 Gründe, warum du Frieden mit deiner Vergangenheit schließen solltest. Nummer 1. Negative Verallgemeinerungen. Negative Verallgemeinerungen von einmaligen oder sehr spezifischen Erfahrungen kann darauf hindeuten, dass du etwas zu sehr verallgemeinerst. Die Verwendung erhabener Worte wie immer und nie, wenn du über etwas sprichst, kann ein verräterisches Zeichen dafür sein, dass du eine zu allgemeine Regel auf etwas anwendest. Schaue dich um und finde heraus, ob jemand eine andere, positive Erfahrung mit etwas gemacht hat, das du abgeschrieben hast. Nummer 2. Nervensystem. Genauso wie unsere Vergangenheit uns an etwas Unangenehmes erinnern und unsere Gedanken beeinflussen kann, kann auch unser Nervensystem daran erinnert werden. In der Tat kann unser Körper auf den Gedanken an einen unangenehmen Reiz genauso reagieren wie auf einen tatsächlichen Reiz. Wenn etwas aus deiner Vergangenheit Schuldgefühle, Scham, Bedauern oder Wut in dir auslöst, setzt du deinen Körper unnötig unter Stress und hältst ihn in einem andauernden Spannungszustand, was nicht gut für deine Gesundheit oder deine Einstellung ist. Nummer 3. Negative Beeinflussung der Zukunft. Die Forschung zeigt, dass vergangene Erlebnisse unsere Zukunft auf vielfältige Weise negativ beeinflussen können. Wenn du diese Erfahrungen jedoch verstehst und ihnen einen Sinn gibst, ist es viel unwahrscheinlicher, dass du unter ihnen leidest, sie wiederholst oder sie erneut erlebst. Bevor wir mit dem Video fortfahren, nimm dir doch bitte einen Moment Zeit, um diesem Video einen Daumen hoch zu geben. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Glockensymbol zu aktivieren, damit du keines unserer Videos mehr verpasst. Nummer 4. Beeinflussung von Beziehungen. Das Festhalten an unfriedlichen Elementen aus deiner Vergangenheit kann für deine Mitmenschen schwierig sein. Wir alle haben eine Vergangenheit, aber wenn du zu viel negatives Verhalten auf einen aktuellen Partner, Freund, Chef oder Mitarbeiter projizierst, kann das der Freundschaft oder Beziehung sehr schaden und es ist weniger wahrscheinlich, dass sie sich zu etwas Unterstützendem entwickelt. Nummer 5. Neue Sichtweise. Viele unangenehme Erlebnisse in unserer Vergangenheit können auf eine hilfreiche Weise betrachtet werden. Die Zeiten, in denen wir von jemandem nicht die erhoffte Liebe erhalten haben oder in denen wir ein Trauma, einen Verlust oder ein Scheitern erlebt haben, können unsere größten Lehrmeister sein. Sie können uns stärker und verständnisvoller machen oder es uns ermöglichen, zu entscheiden, was wir nicht tun, wie wir sein oder woran wir teilhaben wollen. Unser Schmerz kann uns auch die Möglichkeit bieten, etwas über Heilung zu lernen, und das ist eine unschätzbare Fähigkeit, mit der wir anderen im Leben helfen können. Hältst du an deiner Vergangenheit fest? Schreib uns deine Erfahrungen in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm einen Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Für weitere Videos zum Thema Persönlichkeit und Psychologie abonniere unseren Kanal.